Ich habe richtig Bock heute, muss ich sagen. Okay, ich habe jedes Mal Bock zu fahren eigentlich. Weil heute war ein paar Mal so, wo ich richtig reingehackt habe in den Karren. Ja. Wir sind ja Team Hacken. Ja. Ich wusste nicht, dass die an ist. War komplett beschissen. Ja. Noch eine Runde geht nicht. Nein. Ich sag's euch anhalten, Vincent. Das darfst du mich jetzt nicht fragen. Ich sag jetzt. Ich sag, Junge, sag, ob du hier anhalten soll jetzt. Hier, Leute, seid ihr eigentlich Assis? Warum nehmt ihr euren Müll nicht mit? Ich nehme den mit. Bring ich zur Pfandhut. Wollte ich euch nur einmal kurz zeigen. Ja, Leute, also immer euren Müll mitnehmen. Es ist asozial, seinen Müll irgendwo hinzuwerfen. Ich hasse das so sehr. Ich muss das erstmal reflektieren. GT3 RS habe ich leider nicht. Oh, ich soll ausmachen. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde. Wir sind heute bei Ringfreaks. Wir haben eben hier ein Video gedreht, das habt ihr ja letztes Wochenende gesehen. Jetzt geht es mit meiner Kiste auf die Strecke. Wir müssen jetzt wieder für eine Viertelstunde zurückfahren. Dann parken wir im Industriegebiet, laden die Kiste ab. Ja, und dann gucken wir mal, dass wir den ein bisschen warm fahren und dann drehen wir noch ein paar Runden. Wir haben es jetzt 12.14 Uhr, das heißt, es ist schon relativ spät. Ich denke mal so 13, 13.15 Uhr sind wir auf der Strecke, aber es ist ja okay. Ich denke mal, es wird das letzte Wochenende sein. Fahren wir heute nochmal entspannt, weil das Auto wollen wir natürlich auch heute wieder heile nach Hause bringen. Ja, und dann gucken wir mal, was heute so geht. Also Leute, lass uns einsteigen. Soll ich die Tür aufhalten? Nee, alles gut. Nee? Kriegst du so hin? Ich krieg das hin. Okay, also ich halte sie dir dann aus, sagst du. Danke, sehr nett. Sehr nett. So Leute, abladen jetzt den Bock. Ich habe wieder, wie immer, keine Handschuhe dabei. Ich bin so ein Dulli. Jedes Mal. Hab Handschuhe dabei. Du hast Handschuhe dabei? Hab Handschuhe dabei. Alter. Ich weiß, wo die sind. Ich geh an meine Pizzabox. Vincent hat extra eine Pizzabox mitgebracht. Und ich muss gleich andere Schuhe anziehen. Das ist auch ganz wichtig. Alter. Junge, so viele sogar. Was hast du vor? Wolltest du das Auto auseinanderbauen? Richtig geil. Ich hab Handschuhe. Und gleich andere Schuhe, weil mit denen lässt es sich sehr scheiße fahren irgendwie. Ah ja, hast du also auch viele Rechte, ne? Ich habe viele Rechte. Wenn man zwei rechte Hände hat. Guck mal jetzt hier, das ist. Weil diese Rampen hier sind sehr dreckig. Die sind komplett dreckig. So, jetzt starten wir das Auto schon mal, dann läuft der warm und wahrscheinlich quietscht dieser Keilriemen, whatever es ist, auch wieder. Das ist sehr nervig, aber ich werde es erst im Winter kontrollieren. Hoffentlich bereue ich es nicht. Was für ein Tempo das geht. Das ist nämlich, alle sagen immer, ja, das Auf- und Abladen, das dauert doch so lange, aber es dauert gar nicht so lange. Ja, Vincent will gleich nicht mit auf die Strecke, der hat wieder Angst vor Übelkeit. Wir sind ja gerade mit dem Ringfreaks Auto gefahren und da hatte er schon so am Ende, oh, am Anfang, wir sind entspannt gefahren. Drei Runden entspannt. Die letzte Runde war ein bisschen schneller, nicht lange nicht am Limit, weil wie gesagt, nicht mein Auto, ich soll Teile zurückbringen, alles entspannt sein. Letzte Runde ein bisschen schneller, so 75%. Ja, und da vermerkte er auch schon, wenn du noch eine fährst, lass mich bitte raus. Gute sind ab. Ab geht natürlich viel schneller als dran, ist klar. Freust du dich auf deinen E36 eigentlich? Nein, ne? Hast richtig Bock, ne? Ja. Pump mal. Pump mal. Er pumpt jetzt. Ich bin der Typ, der es runterfährt und er pumpt hoch. Warte, aber erst, wenn ich drin sitze. So, weil, ich weiß immer nicht, ob die Handbremse hält. Altes Auto, da weiß man nie. Deswegen pumpt er das jetzt hoch, das Ding. Und ich fahre es runter. Ich habe richtig Bock heute, muss ich sagen. Ich habe richtig Bock mal wieder zu fahren. Okay, ich habe jedes Mal Bock zu fahren eigentlich. Einmal schleifen vorne, Lippe. Because Race Car, ne? Because Hacker Car. Wir sind ja Team Hacken. Oh, Alter, habe ich da schon wieder Öl verloren eigentlich aus meinem Differential. Mein Differential ölt ein bisschen. Was denn? Setzt du auf, ne? Hier, ist das hier Öl oder... Ja, ein bisschen Öl haben wir hier. Das kommt nämlich vom Differential. Ja, da muss ich mal echt gucken im Winter, was das ist. Hier, Philipp, wenn du das siehst, ne? Da müssen wir mal gucken, was das ist. Philipp ist der Mann mit dem Differential. Der Mann mit dem Differential. Vielleicht beschäftigt er sich auch mal mit deinem Differential. Hoffentlich. Hier. Fahren wir noch entspannte Runden gleich. Ich denke, ich werde heute so 4, 5 Runden fahren. Tank ist voll. Ist ganz geil. Wir müssen nämlich nicht tanken jetzt. Dann wirkt so ein Tag auch immer sehr günstig, wenn man nicht direkt mit Tanken startet. Aber heute werde ich euch mal auf ganz extreme immer mitnehmen einfach. Heute nehmen wir euch mal komplett von vorne bis hinten mit. Vincent, du kommst jetzt auch mit. Du musst nicht fahren jetzt.
keine Angst, aber hier stehen ist auch ein bisschen langweilig. Ich denke mal, wir fahren jetzt zur Burgstraße, da sind genug Autos, da kannst du ein bisschen gucken, kannst ein bisschen mit den Leuten Dummzeug quatschen. Ich muss trotzdem meine Helme mitnehmen. Deinen Helm lasse ich hier logischerweise. Mein Jahreskarte habe ich nicht vergessen. Helm habe ich, Jahreskarte habe ich. GT3 RS habe ich leider nicht. Dieser Zustand. Das Auto steht schon wieder zu. Alles super, ne? Unglaublich wieder. Als er sagt, setz dich mal hin. Setz dich mal hin, sagt er. Weißt du, setz dich mal hin. Ich hab's ja gesagt, andere Ruhe. Guck, ich hätte schon wieder vergessen. Ja, schlimmer als jede Frau. So, wir müssen natürlich das ganze Multimedia-Equipment auch hier an den Start bringen. Das ist natürlich völlig klar, also es gibt kaum was Klares. Das tun wir hier rein, das tun wir hinten rein, das tun wir auch hinten rein. Merkt man eigentlich, dass ich heute extrem gute Laune habe? Ja, schon, doch. Wollte ich gerade sagen, gibt es mir jetzt nicht mehr Antworten, ne? Leute haben immer das Gefühl, wer hat letztens mal gefilmt? Irgendwann hat das schon mal einer gefilmt. Und die haben das Gefühl, die dürfen nicht antworten. Ihr könnt doch ganz normal mit mir reden. Konversation. Das wollen wir aber gar nicht. Willst gar nicht mehr reden? Ich gar nicht. Das geht den meisten so. Ist ja gut, dass bei YouTube keiner antworten kann. Dann fahren wir jetzt mal hier mit. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Unterschied ist. Was liegt da oben alles für ein geiles Zeug? Ja, das ist den ganzen Müll auf meinem Fahrrad. Perfekt. Ich schmeiß zwischen Beinen. So. Ich bin mal gespannt, wie jetzt der direkte Unterschied zum 330i ist, den wir eben für euch letztes Wochenende gefahren haben. Ich bringe dich jetzt zur Burgstraße, weil du bist ja Miss Kotzi. Also es ist schon direkt anders hier drin. Es ist viel leiser, weil ich überall noch Teppich habe. Es ist viel leiser, ne? Definitiv. Das ist krass. Es ist voll leise hier drin. Das ganze Auto, das Getriebe, man hört nichts, weil hier noch überall Teppich und so weiter drüber ist. Was natürlich schwach ist. Ja, das kommt natürlich alles weg im Winter. Die Sitze waren beim anderen geiler, waren viel enger. Für dich geiler. Für mich war es geiler, für dich war es schlechter, ne? War okay, aber die finde ich angenehmer hier. Ja, also für mich waren die anderen besser. Kauf dir mal neue. Und du kaufst die hier, ne? Perfekt. Habe ich schon mal überlegt tatsächlich. SPG, richtig geil. Weil hier habe ich auch das Problem, ich komme immer mit meinem Ellenbogen hier beim Schalten an dieses Ding. Das war beim anderen viel höher. Ja, und das nervt mich bei Pole Position richtig. So anschnallen. Habt ihr Bock? Ja, ne? Schreibt mal alle. Ja. Eins in den Chat, wer Bock hat. Also es fährt alles so anders. Das ist echt krass. Also ich habe das Gefühl, wahrscheinlich ist es auch so, meine Lenker sind auf jeden Fall ausgeschlagener. Also gut, der hat jetzt halt auch irgendwie 200 Runden runter. Deswegen kann der auch schon ein bisschen ausgeschlagen sein. Im Winter kommt ja alles Uniball rein. Geil, freue ich mich. Aber original Lenker bleiben drin. Es kommt nur Uniball in die Lager rein. Also die Gummilager kommen quasi raus und Uniball kommt rein. Hier sind die ganzen Filmer. Film einfach zurück. Wir haben extrem auf aggressiver Basis haben wir zurückgefilmt. Wir stehen jetzt hier an der Burgstraße. Ja, den stören wir jetzt mal richtig in sein Video rein. Hier, GTR von Daniel. Nee, kein Kennzeichen. Machen wir kein Kennzeichen. Wir fahren jetzt gleich mal eine Runde. Vincent, den lassen wir hier. Deswegen bin ich heute alleine unterwegs. Wollen wir mal gucken, ne, Leute, was gleich geht. Jetzt geht's auf die Strecke. Bisschen wieder die Zeit verquatscht gerade. Oh, das Auto, das quietscht schon wieder. Ich hatte das ja mal irgendwann bei Instagram erwähnt. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich fahre gleich mal. Wenn es gleich nach der Fahrt ist, fahre ich einmal zum Philipp Weber und der soll mir einmal sagen, was es ist, weil der hat nämlich die Ahnung. Ganz entspannt jetzt warm fahren. Es ist nämlich echt schweinekalt. Wir machen jetzt eine ganz entspannte, langsame Runde. Ja. Leute, ich bin gerade richtig gehypt von dem Auto, weil jetzt kannst du mitkommen. Da kommt einer, pass auf. Eben die Fahrt mit dem E90 hat mega Bock gemacht. Aber das hat einen gerade mal abgeholt, wie schnell das eigentlich ist. Das ist so voll im Kopf weg gewesen, das war so normal. Und jetzt hat einen das mal richtig abgeholt, wie krass das ist. Also der Unterschied ist echt heftig. Das heißt jetzt nicht, dass das mehr oder weniger Spaß macht, aber es ist einfach viel, viel schneller. Und das ist echt krass. Also, boah, hat mich richtig auf den Boden gebracht gerade. Feinwerkmechaniker hier am Start beim Weber. Der guckt jetzt mal, was es mit dem Quietschen ist, weil die kann er nicht. Hört man das? Ich denke, hört man, ne? Ich frag mich, wieso das Tor überhaupt zu ist. Kann auf den Sack gehen. Gute Motorprodukt. Easy Loop, immer keine Produktwerbung. Keine Produktwerbung natürlich nicht.
Bin mal gespannt, ob es weggeht. Ich habe schon WD-40 überall dran gesprüht. Totalschaden? Ja, Leute, beim Philipp wieder schnelle Hilfe bekommen. Also ganz ehrlich, da kann man nur Werbung für machen, Leute. Philipp Weber unten hinter Rennvorring. Wenn ihr was braucht, der kann euch helfen. Der hat alles da. Der macht alles. Also fast alles. Manche Sachen wollte er noch nicht machen. Ich bin gerade eine geile Runde gefahren. Hinter einem Apex-Taxi her so ein bisschen. Klar, auf der Geraden ist der mal weg. Aber in den Kurven, ohne Witz, ich meine, ihr sitzt auf der Kamera. Hoffentlich hat die Kamera das aufgefangen können, weil das ist jetzt eine andere GoPro und die ist nur so dran da. Hoffentlich hat es drauf. Ich bin von Breitscheid bis zum kleinen Karussell. Gut, da war dann gelb, aber da war ich dahinter. Und das war ziemlich geil, muss ich sagen. Und es war auch nochmal ein geiles Aha-Erlebnis, weil ich bin die letzten 3 Monate immer nur mit Beifahrer gefahren. Also ich hatte immer einen mit einer Kamera, ich hatte einen Kollegen mit, irgendeiner hatte ich immer mit. Und jetzt gerade das erste Mal alleine. Ich hab Geräusche wieder automatisch. War ein richtiges Aha-Erlebnis, wie geil schnell das Auto ist. Wieder Vincent raus, beziehungsweise er geht selber raus, weil er eine Puffy ist. Ich hab keinen Helm, sonst würde ich mitfahren. Ja, sonst will ich am Helm, natürlich liegt es am Helm, klar. Ich kann auch ohne fahren, dann ja, aber. Ja, du würdest mitfahren, ne? Ja. Eine halbe Runde und dann wieder. Habe ich das einmal gemacht schon? Also ich sag mal, noch eine Runde geht nicht. Ich sag's euch anhalten, Vincent. Ich sag jetzt. Ich sag irgendeine Sache, ob du dich anhalten soll jetzt. Nee, geht schon. Und dann saß er da mit seinem Talent. Ich stehe gerade an einer Idee. Die Strecke ist richtig voll. Auch ganz viele sind Touristen. Also wirklich Leute, die, glaube ich, zum ersten Mal und auch zum letzten Mal fahren. Das fahr ich dann halt. Ist aber richtig wild, Alter. Übelst viele Kombis und so. Das ist geil. Alter. Das ist schwierig. Ist aber auch ein bisschen anstrengend, weil die auch immer links, rechts, überall fahren. Sind wir gleich im alten Fahrerlager. Wir wollten mal gucken, wer so guckt, weil auf der Strecke ist halt echt krass viel, ja, so richtige Touristen los. Heute hier auf dem Parkplatz von der Grand Prix Strecke. Hier, zeigt mal, das ist hier wie ein Autotreffen, ey. Heute richtig voll einfach. Also, das ist schon dieses andere voll. Alter, hat hier ein Passenger. Was sagst du?
Ja. Frag mich in 5 Minuten nochmal. Wollte ich euch nur einmal kurz zeigen. Fand ich ganz lustig. Ich habe auch ein paar gute Sprachaufnahmen, glaube ich, von der Kamera. Ja, ich wusste nicht, dass die an ist. Nach der Fuchsröhre. Er musste ins Bild einfach. Den werdet ihr so schön kreischen hören auf der Kamera. Das finde ich richtig herrlich. War komplett beschissen. Alter Schild, ja. Was sagt findest man? Einfach keine Worte auch, ne? Nein, finde ich gut, ja. Ja. Ich muss das erstmal reflektieren. Nein, was ich eigentlich sagen wollte ist, wir laden jetzt den Bock auf, denn es ist gleich 16:30 Uhr, ne? 16:30 Uhr. Wir wollen heute noch einen Burger essen und wir müssen im Anhänger zurückfahren und ich will auch nicht um 10 Uhr zurück sein, weil ich nicht um 5 Uhr aufgestanden bin. Also Leute, wir laden jetzt gleich auf. Hast du gut gemacht. Danke. Ich kontrolliere das erstmal. Ja, ist okay. Das waren die Touristenfahrten 2020. Wir sind fertig. Das Auto steht heile auf dem Anhänger. Jetzt müssen wir noch heile nach Hause bringen. Und dann ist es das gewesen. Für mich war es das letzte Wochenende. Denn wir können mal einmal rund ums Auto gehen. Bremse ist runter. Sieht man, dass die unteren Schlitze schon weg sind. Weggefräst von den PFC-Belägen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Ich werde keine PFC-Scheiben mehr nehmen. Was ich nehmen werde, werde ich euch berichten. Von wem werde ich euch auch berichten. Denn es ist mir zu teuer und ich werde es euch berichten. Zudem sind die Bremsbeläge hinten sowas von weg. Mein Differential ölt. Ich habe letztes Mal noch gesagt, das Auto macht keine Probleme und jetzt zähle ich ein Problem auf. Ja, Differential ölt. Auch das werde ich ausbauen müssen. Und Philipp von Westwood Performance schicken. Ja, ansonsten war es heute mega geil vom Fahren. Deswegen habe ich so wenig rumgestanden und bin eigentlich fast nur gefahren. Es hat richtig, richtig Laune gemacht heute, also war echt geil. Grip war gut, Auto lief gut, also Grip war wirklich gut. Ich bin heute ein paar Runden alleine gefahren, das war auch mal wieder richtig geil, weil vorher immer mit Beifahrer, sicher erzählt, ich hatte es erzählt, ist halt schneller ohne Beifahrer. Klar, wenn 80, 90 Kilo weniger, merkt man. Deswegen freue ich mich umso mehr auf den Umbau im Winter, weil dann ja nochmal 50, 60 Kilo wieder rauskommen. Für alle, die letztes Mal gesagt hatten, warum ich mir die Heizung ausbaue. Ich baue die Heizung nicht aus, also irgendwie schon, weil die Heizung kommt raus, da kommt nur so eine kleine Motorsportheizung rein, weil der Kasten wiegt irgendwie 15 Kilo oder so mit dem ganzen Kradatsch. Ja, und das erstmal dazu. Jetzt machen wir ihn mal fest. Ich muss ihn aber, glaube ich, noch mal ein bisschen rangieren, weil sonst kann ich ihn nicht festmachen, weil ich zu schlecht da stehe. Nachdem ihr jetzt eben erfahren habt, wie man das Ganze demontiert, werde ich euch jetzt kurz die Montage erläutern. Ich habe da eine ganz spezielle Technik, und zwar wird das hier so rumgelegt. Dann wird es mit einer schönen Sägebewegung Richtung hinten, und dann muss man es mit einer Sägebewegung ausrichten. So, dass es ungefähr so ist. Dann wird hier das drum gemacht. Dann hält man das hier. Dann geht das bis hier hin. Geht das da rein. Dann geht das hier durch. So, dann geht man bis hier hin. Sieht, passt perfekt. Zieht man noch ein bisschen runter. Dann legt das hier rein. Und dann muss man das von der anderen Seite aus machen. So. Hier runter, rein, durch. Das Aufteilen ist immer auf Spannung bleibt. Das fällt nämlich wieder runter. Das ist nicht so schön. Oh, das klappt gerade. Das ist der Vorführeffekt. Das klappt gerade gar nicht. Das klappt eigentlich sonst viel besser. So, und dann ziehen wir das fest. Ja, der Reifen ist auf jeden Fall noch ganz gut, muss man sagen. Also den kann ich auf jeden Fall nächstes Frühjahr nochmal fahren. Vorne zumindest den. Hinten gucken wir uns jetzt gleich an. Aber auch bei dem bin ich guter Hoffnung. Eben den Kollegen mitgenommen. Das war auf jeden Fall lustig. Ich hoffe, man hört es auf der GoPro. Nachher Fuchsröhre fing halt übel an zu lachen. Er meinte, oh, fuck. Er konnte es halt nicht kontrollieren, sein Lachen. Und das merkte man auch. Das war schön. Aber der hat sich richtig gefreut. Fand ich gut. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr probiere ich es mal irgendwie hinzukriegen, dass ich ein paar von euch mitnehmen kann. Aber alle geht halt nicht. Weil, ja, geht halt nicht. Und zudem habe ich ja auch, gut, ich würde ja nichts davon nehmen. Da braucht man, glaube ich, keine Lizenz. Aber, ja, ich weiß auch nicht, wie es mit der Versicherung ist, diese ganzen Dinge, das ist halt auch alles schwierig. Und gerade bei Fremden, und das ist nichts gegen euch, aber da guckt man nur vor den Kopf, ne? Da weiß man ja auch nicht, was ist genau da. Was steckt dahinter?
Wie reagiert der? Geht ihm schlecht? Was weiß ich? Da gibt es so viele Sachen. Ja. Aber denjenigen kannte ich. Deswegen war das jetzt okay. Hier, Leute. Seid ihr eigentlich Assis? Warum nehmt ihr euren Müll nicht mit? Ich nehme den mit. Bring ich zur Pfandunter. Ja, Leute. Also immer euren Müll mitnehmen. Es ist asozial, seinen Müll irgendwo hinzuwerfen. Ich hasse das so sehr. Alter, ich bin so gut gelaunt heute. Schön zu hören. Ohne Scheiß, ich bin auch zufrieden. Weil heute war ein paar Mal so, wo ich richtig reingehackt habe in den Karren. Ja, ich bin ja zufrieden, dass er jetzt so schön hier steht, heile ist und alles toll ist. Kann das vielleicht auch daher kommen, dass du jetzt wieder neue Glücksgefühle hast, weil du weißt, dass er schnell ist? Ja, und ohne Scheiß. Es ist halt echt krass. Also, es ist echt krass. Es ist jetzt auch der letzte. Haben wir jetzt den ganzen Festschnallvorgang gefilmt? Mhm. Das haben wir in einer Zeit gebraucht eigentlich. Bisher 5 Minuten. Mehr nicht? Von vorne an? Ja. Guck mal, die immer sagen, das dauert zu lange. Leute, 5 Minuten, habt ihr gehört? Also ich glaube immer nicht, dass da alles drauf ist. Und ich habe mir jetzt ja nicht mal beeilt. Ich habe euch ja sogar was erzählt und gezeigt. Ich bin noch nicht fertig, ne? Ich bin ja noch nicht fertig, aber jetzt bin ich fertig. Wenn ich die Rampen eingeladen habe, bin ich ja fertig. Und wie gesagt, eigentlich bin ich jetzt nicht fertig. Aber weil ich ja so ein guter Redner bin, habe ich ja noch erzählt. Das ist der beste Anhänger. Rampen hier unten runter. Zum Beispiel der Bene hat die Rampen da. Das ist halt so räudig, wenn du da irgendwie jetzt die Rampen runter. Also. Weiß nicht, warum Brian James nicht mehr baut. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt ab. Berichten gleich von JP. Wir machen hier gerade noch den Tankservice hier. Tut mir leid an alle, die sich fragen, warum ich mit dem jetzt Hänger hinfahren muss. Aber der Tank war leider auf 0 Kilometer schon seit 40 Kilometern und deswegen musste ich das gerade einmal alles blockieren hier. Auf jeden Fall sportlich bei einem 78 Liter Tank. Ich sag ja, war knapp, Leute. Jetzt geht's aber los, ich mach frei. Gespann abgestellt, jetzt sind wir hier. Von der Hinterseite quasi, bin ich noch nie reingegangen. Wir gucken mal, wie ist die Schlange. Ist am Start. Guten Hunger, ne? Uwe? Die Schlange ist am Start, wir zeigen uns da keine Gesichter. Ist nett für die außer deins. Schön lecker Burger hier. Also meiner schmeckt, dass Vincent seine Herz so ein Tick, dass er erst Pommes isst und dann den Burger. Okay, ich habe auch einen Tick, ich habe erst den Burger gegessen und dann die Pommes. Also wir sind beide scheinbar behindert. Tja Leute, wie immer vergessen, das Auto zu drehen. Ist wie es ist, ist jetzt auch schon 3 Wochen später oder so. Da fällt einem dann halt auch schon mal auf, dass man es vergessen hat. Sagt mir mal bitte eure Meinung zum Video, wie habt ihr es gefunden? Vor allem würde ich gerne eure Meinung zum Einspieler, also zu dem, was ganz am Anfang lief, hören. Weil den fand ich diesmal lustig, war ja ein bisschen anders gestaltet als sonst. Ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber sagt mir mal eure Meinung in die Kommentare. Zu dem Zeitpunkt bin ich noch davon ausgegangen, dass die Nordschleifensaison vorbei ist. Jetzt ist die Saison ja verlängert worden vom Ring aus. Das heißt, es geht noch bis, ich glaube, Mitte Dezember oder so. Ist für euch geil. Ihr könnt vielleicht nochmal, wenn ihr Bock habt, einen Leihwagen, also einen Rentalcar, beispielsweise von Ringfreaks, aber auch von ganz vielen anderen probieren. Und für alle jenigen, die am Anfang des Jahres die Jahreskarte nicht richtig nutzen konnten wegen Corona, ihr könnt es jetzt auch noch tun. Ich leider nicht mehr. Ich meine, habe euch ja gezeigt, was alles runter ist. Das ändert sich nicht dadurch, dass die Nordschleife länger aufhat. Ich habe heute auch nochmal geguckt, meine Bremsscheibe hat sogar vorne einen Riss. Also ist tatsächlich komplett eingerissen. Aber war auch eine schöne Saison, hat übel Spaß gemacht. Auch jetzt gerade zum Schluss. Ich habe ja erst seit August oder September oder so angefangen zu filmen an der Nordschleife. Hat mir halt mega viel Spaß gemacht. Machen wir nächste Saison wieder genauso. Jetzt kommt natürlich erstmal der Winter. Mittwoch stellen wir euch unser neues Low-Budget, ja, ist eigentlich schon ein Low-Budget-Ringtool vor. Einmal zeigen, Ist-Zustand, was wir machen wollen, die Problemstellen und so weiter und so fort. Ja, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer freue ich mich über einen Daumen, einen Kommentar und ein Abo natürlich. Vielleicht schaffen wir heute die 8.000, wäre natürlich mega geil. Dann, ich habe vor 2 Wochen gesagt, 6.000 wäre geil und jetzt sind wir einfach schon bei 8. Leute, wie geil ist das eigentlich? Ja. Also, wir sind noch nicht bei 8, aber vielleicht jetzt auf jeden Fall in den nächsten Tagen. Würde mich mega freuen, Leute. Wir sehen uns also Mittwoch wieder. Macht's gut.